Ja, ich meine, das ging natürlich jetzt, also da sind schon auch drin. Bitte. Danke. Und los geht's. Starten, bitteschön.
Das war ein reiner Zufallsfund, muss man sagen. Unser Junge, der war an einem Tag bei seiner Großmutter zu Besuch und wie das mit kleinen Jungs dann so ist, denen ist dann irgendwann halt auch mal ein bisschen langweilig. Und dann ist er durchs Haus gestrolcht und unter der Dachabschrägung hier hinten auf dem Dachboden, da waren die Dachpfannen schon ein wenig abgerückt worden, weil Dachreparaturarbeiten anberaumt waren. Und dann ist er da reingeklettert und hat sich ein bisschen umgesehen, hat dort diese relativ großen Kisten entdeckt, hat mich zu Hilfe gerufen und dann haben wir die zusammen vorgezogen. Wobei man sagen muss, dass die größere der beiden Kisten, der drei Kisten, also sehr schwer ist. Das ist, die wiegt nur mal geschätzt irgendwie bestimmt einen Zentner oder sogar drüber. Naja, also ich habe mich persönlich so ein bisschen drüber verwundert, also über die Größe und das Gewicht der Kisten. Ich habe eigentlich erst so ein bisschen vermutet, dass vielleicht irgendein altes, nicht mehr gebrauchsfähiges technisches Gerät da drin vielleicht eingepackt ist, auf jeden Fall eingemottet, verpackt, weggestellt, vergessen. Und man war natürlich dann irgendwo schon erstaunt, dass man da so ein bisschen was Kunstvolles vorfindet, sage ich mal. Unser Sohn hat auf den Mumienfund sehr erstaunt, aber auch sehr gefasst reagiert. Und er hat sich auch eher ein bisschen beklagt, dass die Mumie nicht gruselig genug aussehen würde. Als wir die Kisten geöffnet haben, habe ich mir schon ein bisschen gedacht, dass das mit meinem Vater zusammenhängt und dass er mit den Kisten zusammenhängt und dafür, dass sie dort irgendwie mal versteckt worden sind. So muss man es ja schon irgendwie sagen, weil es ist nie drüber gesprochen worden und sie sind tatsächlich vollkommen in Vergessenheit geraten. Obwohl sie dort schon so lange liegen und obwohl sie wahrscheinlich schon mindestens ein bis zweimal umgezogen sind. Also wir sind dabei, verschiedene Puzzlesteine zusammenzufügen, um dem Ursprung der Mumie näher zu kommen, um zu rekonstruieren, wie die Mumie vielleicht zu uns gekommen sein könnte. Da sind noch viele offene Fragen. Man muss denken, dass in dem Zeitraum, der dafür in Frage kommt, mein Vater also noch ein sehr armer Student gewesen ist. Man darf sich nicht vorstellen, dass er als reicher Tourist in Ägypten auf dem Kreuzfahrtschiff vorgefahren ist und hat sich dann mal vom Taschengeld eine Mumie gekauft. Das muss irgendwie anders abgelaufen sein. Man muss sich auch vor Augen halten, dass in den 50er Jahren, in dem der Zeitraum anzusetzen ist, Reisen nicht ohne weiteres möglich war. Ja, irgendwoher müsste ja mein Vater Papiere, Visa etc. bekommen haben, von Geldmitteln ganz zu schweigen. Da müssen wir erst noch weitere Nachforschungen anstellen. Was ein bisschen eigentümlich ist an der Sache, ist die Mumie selber, zum einen von ihrer Beschaffenheit und auch aus dem Umstand heraus, dass sie inzwischen schon von mehreren Menschen gesehen wurde und eigentlich niemand sofort gesagt hat, das ist eine Fälschung, das ist ein Nachbau, wie auch immer. Man muss sich auch vorstellen, wo soll die Mumie hergekommen sein? Irgendwie, es gibt keinen Mumienladen um die Ecke, wo man sowas mal ohne weiteres kaufen kann. Und der Umstand, also dass das Teil dort höchstwahrscheinlich eben 40 Jahre gelegen hat, lässt einen dann schon überlegen, was man, ob nicht vielleicht etwas mehr dahinter steckt, sagen wir es mal so. Also es ist geplant, dass ich die Mumie bei nächster sich bietender Gelegenheit